zurück beim Bonusinhalt von Abyss. Ja, wir sind stehen geblieben beim Schnitt, was ich eben sagte. Loris Key. So. She used it to lock her diary. Das ist aber relativ cool mit dem Bonusinhalt. Das freut mich jetzt gerade echt, ja. Hier haben wir was drin, ne? So mit einem Baseballschläger-Reportan bestimmt. Ja. Der Schlüssel ist hier runtergefallen. Gut. Die Scherben sehen scharf aus. Besser nicht mit bloßen Händen anfassen. Hier haben wir einen Teddybär, einen Stuhl. Jetzt kann ich das Bein anbringen. Wir haben den Superkleber. Und nehmen wir das Holzbrett und machen das hier dran. Genau. Na, langsam reicht er warm. Laura's Diary! I found it! I have to read it! Rot oder blau? Rot oder blau? Rot oder blau? Geil, müssen wir noch nicht hin. Wimmelbild. Nagelknipser. Arme Puppe, sie hat keine Augen mehr. Oh. Arme Puppe hat keine Augen mehr. Ja, wo haben wir ein Auge? Ich suche gerade. Aber irgendwie. Nagelknipser müssen wir irgendwie aufmachen. Taschentuch haben wir hier. Halbmond. Ist ein Mond, der nur halb ist. Ach hier. Puppe mit Augen. Halbmond, Halbmond, wo bist du? Hier haben wir. A Snowman. Snowman, 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 wo bist du? Ach ja, auf der Zigarettenschachtel. Ein Strampler, haben wir hier. Ein Ansauger. Also jetzt hätte ich bitte wieder einen Ansauger. Da. Und eine Gummiente. Was haben wir jetzt? Ein Ansauger. Sorry, ich muss hier rumklicken wie ein Kaputter. Ich habe keine Ahnung, was ein Ansauger ist. Gleich werden wir sehen, was es ist. Hä? Hallo. Ach hier. Ein Ansauger ist für mich ein Ohr. Ein Ohrreiniger gerade gewesen, aber naja, egal. So, den Nagelknipser nehmen wir natürlich für das rote Kabel. Und das blaue Kabel. Der Ventilatorabdeckung ist festgeschraubt. Nehmen wir natürlich einen Teddy-Schlüssel, ja. Tagebuch, das ist hier drin. Damit können wir den Lappen. Ach, den Lappen nehmen wir dafür für die Glasscherben. Mit denen machen wir hier natürlich. Und hier ist bestimmt der Schraubenzieher drin. Ich wollte es nicht gemeint haben. Sehr gut. Das läuft jetzt wie geschmiert hier. Hier haben wir, was haben wir hier? Hier machen wir den Schlüssel rein. Drehen das um. Hier haben wir schon wieder ein Minispiel. Bewege die Monde entlang des Weges bei der richtigen Reihenfolge basierend auf der Mondphase entsteht. Hä? Ach so. Schön hier. Kann ich das Ding irgendwie drehen? Nee, du warst schon richtig so. Es wird komplizierter. Man merkt es bereits. Nein, ich brauch dich. Wo haben wir hin? Wo haben wir hin? Ey, ich hab's vergessen.
macht doch nicht hin, aber das haut doch hin hier eigentlich. Auf jeden Fall kommt er hier unten hin, der steht fest. Gut, das ist schon mal richtig. So, jetzt müsste eigentlich normalerweise der hier kommen. Aber eigentlich bist du der Kratzer hier hin. Das ist doch alles gerade nicht so, wie ich es mir dachte eigentlich. Ja, das kann nicht sein. Hier geht der Mond zusammen. Er geht auf, er geht zu. Hier muss die komplette Öffnung, oder? Nee. Naja, sicher. Der Vollmond muss hier oben hin. Genau. Dann schweift er hier langsam runter. Auch nicht richtig. Doch eigentlich schon, eigentlich, oder nicht? Also für mich ist das eigentlich jetzt richtig. Er ist zu, er ist nicht sichtbar, er geht auf dem Vollmond, dann eigentlich wieder runter. Oh, Laura, why did you have to be so stubborn? I warned you. But you wouldn't stop. Now, what am I going to do? And how am I going to find you? Die Bobs leben wieder. Juhu! In der Keller. So, Teddybär natürlich auch reinpacken. Auf jeden Fall haben wir ja definitiv. So, da komme ich nicht dran. Ah, das regt mich gerade auf mit den Dings gerade, mit dem Minispiel. Das war doch richtig. Das habe ich jetzt wirklich nie verstanden. Also es war von der aufgehenden Mond bis zum geschlossenen Mond wieder. War ja alles noch richtig. Oben war der Vollmond. Naja, egal. Ihr wird es ja sehen, ihr habt es ja dann gesehen. Sporset. Aber hier. Was haben wir hier? Es ist voll mit Wasser. Nasser Latten. Ein Sandwich. Ach, eine Maus. Ach, süß. Hier haben wir noch ein Borset. Fürs Borset, meine ich. Einen Spachtel haben wir hier. Das war eine Kelle. Hier haben wir ein Dings. Das ist doch keine Zange, das war für mich. Oh, der war ein Sandwich. Feuer. Haben wir da. Wo haben wir jetzt einen Hammer? Ach hier. Der ist weggefunden. Hammer. Der Granathäkel ist festgeschweißt. Machen wir mit dem Hammer kaputt. Ne?
dir hier mal Bob. Legaten kontrollieren die Flure. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Legaten, die Hüter des Gesetzes. Das kennen wir ja schon. Hier haben wir eine Leiter. Ich komme nicht an die Leiter dran, gut. Was haben wir hier Schönes? Und damit holen wir die Leiter runter. Aufs Dach. Hier haben wir einen Polizist. Hey, you, come over here. We need your help. Sorry, I can't leave my post. What's the worst that can happen? Who would be crazy enough to break into a hospital full of leggets? Yeah, I guess you're right. I'll be there in a minute. Okay. Jetzt können wir das Buch klauen anscheinend. Sewer blueprints. Maybe I can use the sewers to get inside the building. Hol das Buch. Wahrscheinlich sind die Kanäle meine Tür hinein. Ich muss diesen Bauplan bekommen. Und so einen Teddybär runterschmeißen. Ne? Gut. Was haben wir hier Schönes? Eine Kurbel, einen Haken. Ohne Seil ist das sinnlos. Müssen wir jetzt nur noch ein Seil finden. Bahnsteigkurbel. Ja, gut, dann brauchen wir das Buch dafür. Das ist das Symbol drauf. Repariere die Gewinde. Achso, die haben wir ja jetzt hier schon. So. Das ist klasse. Das habe ich noch schlimmer gemacht. Und das große Rad noch. Perfekt. Sehr gut. Gib mir die Bauarbeiterjacke. Hier haben wir ein Seil. Es sollte den Stahl leicht zerschneiden, aber es fehlt eine Gasflasche. Aha. Hier haben wir eine Kurbel. Achso, die haben wir benutzt fürs Minispiel. Hier haben wir Seil. Sehr gut. Das heißt, wir gehen zum Dach. Also zum Personalgang. Oh, hier haben wir ein Wimmelbild. Heißwasserflasche. Mit dem Käse holen wir die Maus raus. Eine Käsereibe.
Schreibtische haben wir hier. Thermometer haben wir hier. Eine Reihe hier. Genau. Das war jetzt easy. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Machen mit der Gasflasche Insen. Haben wir einen Speisepanner. Gut, gehen wir zum Dach hoch. Packen das Seil hier dran an den Haken. Neues Objekt, Haken. Und das Buch natürlich. Die Kanäle verbinden wohl die Krankenhausflüge. Sollte klappen. Genau, und die Gasflasche braucht man hierfür. Sehr gut, und jetzt macht's BUM! Und ab geht's runter. Es ist dunkel, wir brauchen Licht. Ah, was brauchen wir nicht? Was brauchen wir nicht? Ich hab Pipi in die Augen, ich brauche ein Taschentuch. Hier können wir nichts machen. Ich kann hier oben irgendwas übersehen. Zum Beispiel ein Lampengenerator oder so. Warum bewahrt er diese Lampe auf? Ach, das ist eine Lampe. Lol. Das ist eben was anderes. Sieht halt so irgendwie so ein. So I'm coming for you, my angel. Was ich meine? So ein Ventil halt. It's freezing. And there's no way back. Ziemlich kalt hier. Oh, sehr viele blaue Gegenstände dabei. Nur drei grüne, den Rest muss man alles kombinieren. Mit Farbe ich auf jeden Fall Brettrot. Haben wir hier. Gut. Checkliste. Haben wir hier. Waschmittel. Mundharmonika. Haben wir hier. Zange bräuchte man für Nagel. Muss man den. Ah, hier. Hammer. Sehr gut. Eine Pfeife haben wir hier. Garn. Haben wir hier. Haben wir eine Uhr. Kerosin und eine Pimpel. Was ist schon wieder ein Pimpel, ja. Wahnsinn. Ah, okay. Hier brauchen wir ein Passwort. Achso, Knopf fehlt noch. Hier haben wir einen Schlüssel. Alter Schlüssel, da kommt hier bei einer Elektronik. Gefroren, könnte ich den Schlüssel wärmen? Ja, hatte ich ja vorgehabt, aber das Feuerzeug ging irgendwie nicht. Also die Streichhölzer hier. Wisst ihr wie? Weil es so kalt ist. Ah, dafür Kerosin. Naja, das ist wohl wahr. So, hast einen kalten Schlüssel, machen wir einen warmen Schlüssel oder einen heißen Schlüssel.